Wo finden wir denn diesen Unterschlupf? Was ist das? Das sieht nicht gut aus. Was ist das? Hä? Soll ich direkt drauf schießen? Ich weiß es nicht. Ich hole mir erstmal ein bisschen Helch. Ich fühle mich gerade wie bei Ghostbusters hier. Was? Geister lenken Runenpfeile ab. Benutzen sie Standardpfeile? Was ist das denn? Eine Art Geist? Alter! Okay. Wow! Was willst du von mir? Hä, der macht ja gar keinen Schaden. Oder mach ich Schaden? Ich schau einfach mal drauf, was das Zeug hält. Ganz komisches Vieh. Okay, betäuben soll ich die? So, hiermit? Okay, komm her. Ciao. Gaulver! Geist. Oha. Das ist neu, Freunde. Wütende, empfindungsfähige Magie. Vereint durch einen einzigen Zweck. Die Vernichtung des Lebens. Eine natürliche Verteidigungsreaktion, wenn man bedenkt, dass das Leben Ragnarök den Weg geebnet hat. Ein Geist entsteht, wenn sich eine Gruppe von drei Irrlichtern zu einer einzigen wütenden Kreatur vereinen. Aha, wenn wir drei Irrlichter bei ihrer Vereinigung begegnen, ist es durchaus möglich, diesen Prozess zu stören. Ich muss wohl nicht betonen, wie sehr ich das empfehle, aber sicher, sicher. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Alter. Das war schon sehr creepy, muss ich sagen. Kriege ich noch was hier? Thanks. Mehr Raben. Mehr was? Wollt ihr mir etwas sagen? Wo sind Raben? Sind das Odins Raben? Lass mich bloß in Ruhe! Ich will nicht nach Asgard. Wobei, ich nicht. Aber ich glaube, dass der gute Atreus das tatsächlich möchte. Da geht's weiter, aber hier geht's auch hoch. Da gucke ich hier erstmal, was es da gibt. Ja. Cool. Nichts. Es gibt hier rein gar nichts, oder was? Ist jetzt sehr enttäuschend, muss ich sagen. Okay, geht's weiter hier. Ja. Erst denkt er, ich war in Asgard. Dann, dass ich lüge. Na, du hast gelogen. Okay, nein, er hat nicht gelogen. Ich will doch nur das Leben retten, du Sturkopf. Ja. Diese scheiß Prophezeiung. Oh mein Gott, ich hoffe sehr, die ist nicht wahr. Der arme Kratos. Der darf nicht sterben. Ja, wobei gelogen hat Atreus ja nicht. Du musst aus der Kälte raus. Ciao. Gelogen hat er nicht. Er hat nicht gesagt, dass er woanders war. Er hat eigentlich gar nichts gesagt. Deswegen hat er halt nicht gelogen. Was ist das da für ein Licht? Ach so, das ist der Baumstamm, den wir runtergeschlagen haben. Alles klar. hi. Na du? Warum? Ich kann nichts mehr machen. Mein Controller ist ausgegangen. Willst du mich verarschen? Wie geil. Ich dachte schon gerade, was geht denn jetzt ab? Wie schlecht. Okay. Kann's weitergehen?
So. Autsch. Sauber. Oh nein. Da sind Irrlichter. Ich will nicht, dass die drei sich vereinigen. Komm ich hier runter? Ja. Tschüss. Sehr gut. Bam. Was war er? Da kommt schon das nächste Opfer. Nice. Den haben wir geköpft. Habt ihr es gesehen? Gefährlich. Gefährlich, diese ganze Bande hier. Alter, da geht einfach mein Controller aus. Ich dachte schon, was geht denn hier ab? Oh mein Gott. So, kleinen Moment. Okay, so. Kann ich eigentlich meine Fähigkeiten verbessern? Habe ich genug Punkte? Auf jeden Fall schaltet sich da was frei. Bogenschießen. Zielen Sie und halten Sie R1 länger gedrückt, um einen noch stärkeren Pfeil aufzuladen, der größeren Schaden anrichtet. Let's go. Das brauchen wir unbedingt, weil das ist das, was wir nutzen. Hexenfluch-Explosionen besitzen einen größeren Wirkungsbereich. Da kann ich nicht nein sagen. Okay. So. Ich habe hier ein bisschen die Orientierung verloren. Wir sind von da oben gekommen auf jeden Fall. Und dann würde ich gerne nochmal hoch und schauen, ob wir auf der Brücke hier irgendwas noch finden können. Wahrscheinlich aber eher nicht so. Ach, guck mal, hier. Okay. Kann ich das irgendwie... Ja. Das war mein Plan, dass ich das auf die irgendwie katapultieren kann. Wie so ein Kanonengeschoss. Und es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. So. Okay. Was nun? Hier ist sonst nicht mehr wirklich viel. Ich würde mal sagen, wir gehen in diese Richtung. Hier geht es nur wieder hoch zu der Brücke, ne? Ja, alles klar. Dann steigen wir doch mal über diesen Baumstamm hier. Ah, hallo? Es ist so kalt. Wo soll man denn hier einen Unterschlupf finden? Kollege. Yes. Wow, der voll aufgeladene hat wirklich nicht viel gebracht. Okay. Okay, cool. Was? Jetzt reicht's aber, Schnauze. Und wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? Finde erstmal Schutz. Wo sind diese Raben? Wenn ich einen von diesen Raben sehe, schieße ich ab. Damit zeige ich dann, was ich von dir halte, Odin. Okay, hier können wir nach rüber. Wenn ich Asgard gehe, folge ich der Prophezeiung, wenn der Vater stirbt. Dann solltest du nicht hingehen. Wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. Was? In ja. Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Rumspionieren, seinen Plan rauskriegen. Die Kontrolle gewinnen. Er wird nach Asgard gehen. Er wird hingehen. Ich sehe schon kommen. Wobei ich das schon gerne sehen würde, ne? Ich würde es schon gerne sehen. Und ich glaube, er geht hin. Das hört sich für mich sehr nach Atreus Plan aus. Wo seid ihr? Ihr Drecksvögel. Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Toll.
Ganz, ganz toll. Hier kann ich runter. Und hier kann ich nichts machen. Das schaut nicht danach aus. Dann folge ich mal dem Weg. Das ist schon ein bisschen creepy. Sind das rote Blätter? Freyas Haus? Was? Freyas Haus? Freyas Haus, diese Schildkröte? Echt? Okay, ich meine, das ist jetzt 4 Jahre her. Lebt die Schildkröte noch? Ich bezweifle es sehr, weil Freya war ja selber nicht mehr hier, oder? Oha. Oh, nein. Oha. Das sieht nicht gesund aus. Das tut mir sehr leid. Ich hab die Schildkröte echt gemocht. Imposant. Oder? Ist sie noch am Leben? Bitte komm. Nein. Chauli. Bitte. Bitte. Chauli. Hallo, Großer. Ich bin jetzt hier. Keine Sorge. 4 Jahre zu spät. Alter. Ich muss dich aufwärmen. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Komm, Chauli. Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Mili! Hey, Mili! Wow. Gut. Na komm. Ganz brav. Das war knapp. Was für ein Chaos. Okay. Was kann ich hier tun? Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue. Das Fenster muss zu. Okay. Na dann mach das Fenster zu. Hast du nach dir gesehen? Offensichtlich nicht. Stimmt. Zu beschäftigt, uns zu jagen. Oh Mann. Na komm, wärmen wir dich auf. So wirklich dicht ist das Fenster jetzt auch nicht, ne? Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Okay. Aus dem Zeug. Mal gucken. Was haben wir hier? Wow, wie wunderschön. So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Lass es uns verbrennen. Von ihrem Zuhause in Vanaheim? Sie muss es vermisst haben. Okay. Ich schaue mir mal das andere Zeug an erst. Valkyrenrüstung. Gehört sie zu den Flügeln an der Wand? Welche Flügel? Von ihrer Freundin? Was wohl mit ihr ist? Von ihrer Freundin? Die wir umgebracht haben, alle? Gehörte das, Baldur? Wie Vater wohl ihre Vergebung erlangt hat? Tja, das war nicht so einfach. Das ist eine Illusion, ne? Das ist gar nicht da draußen. Okay. Schon gut, Kumpel. Schon gut. Ich wärme dich auf. Mit dem Buch? Unfassbar, dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Das ist keine Entschuldigung. Ja, es ging schnell. Dafür, dass hier alles kalt und nass ist. Respekt. Und das wärmt ihn jetzt auf? Kerngeschehen. Oh, okay. Anscheinend tut es das. Und ihn auch. Also, Atreus. Wo gehe ich jetzt hin? Nicht nach Asgard. Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben. Irgendetwas muss ich doch tun können. Was ist das? Oha, ein Rabe. Natürlich. Wer auch sonst? Ist schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will zu mir.
Aha. Alles wird gut. Glaube ich. Okay. Na schön. Bin bereit. Es geht nach Asgard. Zu ihm. Es war so klar. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Was soll das jetzt? Da sind sehr viele Raben. What? Okay. Wow. Odin! Jetzt ruf nicht nach Odin. Alter, mach das selber. Du kannst dich ja wohl selber retten. Da ruft er nach Odin. Wenn das Kratos gesehen und gehört hätte, der dich erwürgt. Okay, wow. Hätte ich mal schwimmen gelernt, bevor alles zufror. Schauli! Rhea muss so besessen davon gewesen sein, uns zu jagen, dass sie ihr riesiges Schildkrötenhaus, ihren sogenannten Freund, vernachlässigt hat. Als ich Schauli zuerst draußen in der Kälte sah, vermutete ich, dass er tot wäre. Ich auch. Er lebt, aber alleine dort draußen wird er erfrieren. Ich habe ein Feuer entzündet, um ihn warm zu halten, aber er wird jemanden brauchen, der die ganze Zeit bei ihm bleibt, wenn er noch länger überleben soll. Wie wär's, wenn du mit Kratos da hinziehst, mein Freund? Ich such doch eh ein Zuhause. Ihr könnt ja nicht die ganze Zeit bei Sindri bleiben. Das wäre die Lösung. Was zum Henker ist das hier? Wo sind wir? Ist das Asgard? Asgard. Wow. Okay. Okay. Oh, wow. Hallo? Ich bin da. Odin? Die Ida-Ebenen. Vogel. Ist das Asgard? Vogel. Hey, warte. Okay, wir folgen mal dem Vogel. Alter, ist das schön. Ich meine, es ist Asgard. Es muss schön sein, ne? Hier wohnen ja die ganzen hohen Tiere, immer aber... Ich auch bin. Es ist wunderschön. Keine Spur von Fimbulwinter. Nee. Die Mauer. Ich bin in Asgard. Wow. Warte, ich komm ja. Okay, das ist echt imposant. Ich dachte, das wäre diese Mauer, aber... Nein, das ist die Mauer. Was ist das, ein Strahl? Wow. Region entdeckt. Rimthurs Mauer. Okay, da sind noch ein paar Pappenheimer. Die wollen sich mit uns anlegen, wie es aussieht. Aber, mein Freund, es tut mir leid. Jetzt bin ich hier der Boss. Nicht sehr freundlich. Wir haben ihn angegriffen. Nice. Hey Odin, ich sollte doch in Asgard willkommen sein. Offensichtlich nicht. Oh, das wollte ich gar nicht, aber hey, wenn wir schon dabei sind. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade angegriffen habe. Wow, das war ja voll für den Arsch. Sehr hübsche Angriffe. Oh,
Der ging daneben. Nein, 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 so nicht. Boah. That's it. Nice. Läuft ganz gut. Hier können wir hoch. Von da kamen wir, glaube ich. Ja. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Wir haben es ja jetzt nicht so eilig, ne? Hier kann ich nicht runter. Alter, es ist so schön hier. Es ist mega schön. Und da ist eine Kiste. Und mal den vollen Angriff starten. Ciao. Okay. Was ist das da? Was ist das für ein Tor? Es ist wunderschön hier. Keine Spur von Fimbulwinter. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ich meine, er hätte das schon mal gesagt. Ich sollte lieber weiter zur Mauer. Ja, ja, ja. Ich schaue mich ja nur um. Diese imposante Struktur hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, oh, da war noch was. Was war das? Bestienfetzen. Ich dachte, wir haben ein Stück Leber oder so mitgenommen. So, das nehme ich mal mit. Brauchen wir nicht wirklich, wobei wir waren nicht voll aufgeladen. Musstest du mich hier lang führen? Wo ist der Rabe? Ja, offensichtlich musste er das, ja. Ich würde gerne da hinten hin, zu diesem Bauwerk. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, ehrlich gesagt. Oh, da ist eine kleine Kiste, die ich zerstören kann. Wir machen jetzt Jagd auf die Raben. Bam! Angriff von oben. So, ciao. Das ging schnell. Ja, so langsam habe ich den Dreh raus mit Atreus. Okay. Ich bin echt gespannt, wen wir hier kennenlernen. Ich meine, das wird ja jetzt nicht nur Odin sein und Thor. Da werden ja noch andere Gestalten rumlaufen, ja, oder? Ich weiß. Verstanden. Ich sehe sie. Gulver! Ja, ja, ja. Ich weiß schon, wie man die am besten umhaut, die Dinger. Warte, warte, warte. Ich probiere was aus. Yes! Das war noch super stark. Was ich je gemacht habe. Aber wenn ich sofort das Schicksal ändern kann. Ich. Hey, hoffe, Vogel! Wo bist du hin? Ich hoffe sehr, dass du das Schicksal ändern Warte, kannst. Ich komme! Wo ist der Vogel, ich Mann? Ich sehe den nicht. Diesen Drecksackvogel. Kann ich hier noch irgendwie so, lang? Wo geht's jetzt lang? Ja, das kann ich hier nicht sagen. Okay, von da kamen wir, von da oben. Dann gehe ich mal hier entlang. Hier kann man voll leicht die Orientierung verlieren. Das ist, brauchen wir nicht. Also das brauchen wir wirklich jetzt nicht. Vielleicht später. Vielleicht kommen wir nochmal hier hin. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich hier so einen grünen Orb finde. Was soll ich zu Odin sagen? Hallo, ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein. Aber das heißt nicht, dass ich dir diene. Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hätte. Oh mein Gott. Der ging ja voll daneben, der letzte. Scheiße. Oh, der explodiert. Man kann die Explosion beschleunigen, indem man drauf schießt. Interessant. Okay, komm, 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 komm. Nächste falsche Richtung. So, komm, 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 komm. Yes! Mega! Der Angriff ist mega! Jetzt auf der anderen Seite der Wand ist es sicherer. Moment, wie komme ich an der Mauer vorbei? Das kam in Mimirs Geschichte über Rimthrur gar nicht vor.
Wenn der Sohn des Steinmetzes eine Schwäche eingebaut hat, weiß nur Freya davon. Und ich hab sie nicht gefragt. Wir können ja und drüber. Warum war Freya überhaupt im Haus? Ist sie bei uns eingezogen? Egal. Konzentrier dich, Loki. Loki nennt er sich schon selber. Okay, alles klar. Du könntest ja drüber klettern. Am Ende macht er das wirklich. Wobei, das sieht schon aus, als ob man hier hoch kann, ne? Ich soll vielleicht mein Maul nicht so aufreißen. Dann irgendwie durchkommen. Ja, da gibt es bestimmt einen Weg durch. Da bin ich mir sicher. Na du? Sorry. Okay, hier kann ich hochklettern. Ah, alles klar. Zeit zu klettern. Aha. Alter, das sieht schon echt cool aus hier. Mhm. Da ist eine Kiste, da würde ich gerne hin. Was gibt's hier so? Nichts. Es ist so ruhig. Also wenn es keine Gegner gibt, dann ist es sehr ruhig. Kann man da hinten gar nicht hin? Keine Ahnung. Vielleicht doch. Habe ich es verpasst. Eine Nebenquest wird uns vielleicht wieder dorthin führen. Kann ich nicht. Das wird nichts bringen, oder? Nein, das wird nichts bringen. Woher haben wir eigentlich diese... Woher haben wir denn diese Fertigkeit hier? Wer hat uns das denn beigebracht? Oder haben wir den Bogen von Freya geklaut? Haben wir den geklaut? Ich weiß es gerade nicht. Kann sein. Ich meine, woher soll er sonst die Fertigkeit haben? Trotzdem würde ich gerne, ja, auf das andere umstellen. So. Hm. Vater würde das mit seinen Klingen wegbrennen. Was kann ich machen? Da hinten brennt's. Das bringt gar nichts. Vielleicht hilft mir die Siegelmagie auf meinem Bogen. Was sagte Brock? Oh. Oh, Brock hat ihm das drauf gemacht. Wenn alles ich klar. Die Dorn mit dem Feuer anzünden könnte. Okay. Na bitte. Kann ich das von hier oben auch irgendwie? Oder nicht so? Verwenden Sie Siegelpfeile, um Flammen auflodern zu lassen. Okay. Aber da unten gab es keine Flammen jetzt, oder? Ich habe jetzt keine gesehen. Nee, da waren keine. Okay, okay. So, weg mit euch hier. So reicht's mir aber. Okay, da komm ich gar nicht dran vorbei. Ich dachte, vielleicht könnte ich... Vielleicht könnte ich die Flammen irgendwie nach unten manövrieren, aber das ist nicht möglich, glaube ich. So, da geht's hoch. War hier noch irgendwas? Das sieht nicht danach aus. Gehen wir weiter. Spannend. Ich bin echt gespannt, was da in Asgard gleich abgehen wird. Da ist ein Rabe. Mhm, mhm. Moment mal. Das klingt nach Menschen. Naja, hier gibt's ja Menschen wahrscheinlich. Hallo? Hallo? Brauchst du Hilfe? Oh mein Gott. Siehst etwas verloren aus. Oh, ich schaue mich hier nur um. Also, hier gibt es nur die Mauer zu sehen. Gibt es ein Tor hindurch? Nein. Toll. Außer du bist ein Asengott. Und in dem Fall wüsstest du das. Ich? Nein. Ich bin aus Midgard. Was? Ohne Scheiß? Ich auch. Skuldr. Loki. Warte mal. Seid ihr alle aus Midgard? Ja. Der, Allvater rettete uns vor der Verwüstung. Hier dürfen wir bleiben, aber wir gehen da nicht rein. Kommst nicht in die Stadt, nur mit Magie. Ihr seid also der Pöbel, du, ja? Du kannst keine Magie, oder? Ein bisschen, doch. Was? Ohne Scheiß? Gehst du durch Wände? Was? Noch nicht. Ah.
Wer von denen kann denn durch Wände gehen? Kann ich nicht drüber klettern? Oh nein. Da hoch? Einfach so? Nein, du könntest sterben. Naja, ja. Ich meine, schau sie dir an. Er will wirklich hochklettern. Oh mein Gott. Aber nein. Odin wartet. Warte, du kennst den Allvater? Ich bin quasi sein Lehrling. Ohne Scheiß? Was bringt er dir bei? Ich weiß nicht. Hat er noch mehr Schüler? Ich weiß nicht. Wie lange bleibst du? Du weißt es nicht. Oh, da ist dieses Tor da hinten. Ich kletter jetzt die Mauer hoch. Oder ist es ein anderes? Nee, müsste dasselbe sein. Er klettert jetzt die Mauer hoch? Tja, das muss ich sehen. Brauchst du Hilfe? Das ist nett von dir, aber ich muss allein gehen. Oh, ich wollte nicht mit dir klettern. Kann ich nicht erstmal hier runter? Ich schulde Odin vielleicht mein Leben, aber sicher nicht meinen Tod. Nicht, dass ich glaube, du würdest abstürzen. Vergiss es einfach. Mhm. Wir klettern also wirklich drüber. War das Hugen? Hugen leitet dich? Wer? Odins Rabe. Du weißt schon, Hugin und Munin, er kann dich gut führen, obwohl... Obwohl was? Hugin und Munin. Diese beiden sind nicht wie die Spione, die in den Welten unterwegs sind. Hugin und Munin sind Odins eigene seltsame magische Haustiere. Im Haus habe ich gesehen, wie sie in seinen Tätowierungen verschwunden sind. Mimir hat mir einmal erzählt, wie sie so geworden sind. Dass sie einst normale Raben waren, bis Odin ihre gesamte Sippe eingefangen hat. Die meisten von ihnen briet er und aß sie zum Abendbrot. Alter, Odin. Doch an Hugin und Munin führte er Experimente durch, löschte ihre Erinnerungen aus und unterwarf sie seinem Willen. Mimir bezeichnete sie auch als richtige Mistkerle, selbst für Vögel. Freunde und Feinde. Sind das jetzt Freunde? Warum sind die bei Freunden? Egal. Wer sich mit Klettern wahrscheinlich nicht so auskennt. Okay. Also, wie willst du es machen? Erst einmal. Einen Schritt nach dem anderen vermutlich. Nur mit den Händen. Nur mit den Händen. Ja klar, ich meine, wir klettern ja sonst nicht anders. Wir sollen tatsächlich da hoch. Du willst mich doch verarschen, Mann. Kann man diese riesige Kiste auch zerstören? Das würde mich sehr freuen, denn ich möchte gerne wissen, was da drin ist. Und ich würde allgemein wissen, was sie da drin transportiert haben. Okay. So, was ist jetzt? Kommst du mit? Tja, Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke. Ich auch. Er kommt nicht mit, ja? So habe ich das jetzt verstanden. Dann würde ich sagen, wir versuchen es mal. Oh mein Gott. Das wird ein Spaß. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Mhm. Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Das war sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts, gar nichts. Hey, du machst das toll. Wieder uns zuguckt dabei. Okay, wir können hier hoch und sonst nichts. Ja, das geht eigentlich recht flott, würde ich sagen, oder? Ich meine, wir sind ja auch geübt, ne? Wir haben vom besten Lehrer gelernt. Von Kratos himself. So, da können wir runter und wir können natürlich komplett runterspringen. Er wartet immer noch da unten. Er schaut sich das Spektakel mal an. Du schaffst das, Loki. Danke, Skuldir. Das stimmt. Skuldir. Ich wollte gerade sagen, ich will was über ihn wissen. Wer auch immer er ist. Skuldir lebt außerhalb der Mauern von Asgard in einem Lager für Flüchtlinge aus Midgard. Ich glaube, Odin hat eine Menge Leute vor der Verwüstung gerettet, obwohl er sie selbst verursacht hat. Ja. Ich hätte es nie geglaubt, aber ich weiß, dass Skuldir ehrlich ist. Er ist nett, lustig, etwa in meinem Alter. Ich bin nicht nach Asgard gekommen, um Freunde zu finden. Aber vielleicht habe ich das schon getan. Ja, der ist mit Sicherheit sehr, sehr nett. Kann ich mir gut vorstellen. Was ist das für ein riesiger Nagel? Wow.
Wer nutzt solche Nägel außer Riesen? Das muss ja ein Riese gewesen sein. So, ja, der hat es nicht weiter geschafft. Der ist auf dem halben Weg, dachte sich, das ist mir zu hoch. Und runter komme ich auch nicht mehr. Also, ciao. Ciao, Leben. So, links geht's lang und es geht nur links lang. Alles klar, ich schaffe das. Alles gut. Einfach weiterklettern. Ich fass es nicht, dass wir das wirklich machen, ey. Das war ein fucking Witz, Mann. Mit dem Hochklettern. Und wohin jetzt? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich dort. Gut. Oh. Der hat es ein bisschen weiter geschafft. Aber dann ist er gestorben wegen dieser wunderschönen Aussicht. Alter, sieht das geil aus hier. Wow. Freunde. Runterschauen ist kein Problem. Nee, ist auch kein Problem. Sehe ich diesen Skyldir noch? Ich sehe ihn nicht mehr. Wir sind viel zu weit oben. Wir hören ihn natürlich auch nicht mehr. Wir klettern einfach weiter. Hey, Hogin. Du willst dir die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben, oder? Ja, dachte ich mir schon, dass du das sagst. Wäre schön, wenn ich ihn auch verstehen könnte. Und hier sind Gegner. Ein Geist? Hier oben? Fuck. Wow. Komm schon, Alter. Oike. Na komm. Yes. Nice. Jetzt kommen die drei. Ja, alles klar. Ciao. Oh. Oike. Runter mit dir. Tschüss. Mann, oh Mann. Okay. Ja, ich komme. Holen wir die Kette runter. Welche Kette? Ich komme? Wohin denn? Von da kamen wir. Ach da. Ah, okay. Oh, Moment. So, besser. So, liebe Kette, bleib mal stehen. Muss ich irgendwas tun? Was geht mit der Kette ab, Freunde? Die macht sich selbstständig. Warum kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Das nehme ich als ja. Okay, wir sind jetzt auf einem dieser Nägel. Alter, wer baut denn sowas hier hin? So, wie weit haben wir es noch? Nicht mehr so weit. Also, wir haben 3/4 haben wir geschafft. In 0, nichts. Ja, wobei, es könnte noch ein bisschen länger werden, gehen. Atmen und... Let's go. Ja! Skyldir, hast du das gesehen? Das Schlimmste hinter mir. Hast du das gesehen, Mann? So, Rabe. Oh, guck mal hier, der hat's weit gebracht. Der hat's sehr weit gebracht. Und jetzt geht's rein. Vielleicht kommen wir hier doch. Vielleicht müssen wir nicht ganz nach oben. Vielleicht können wir auch hier uns ein bisschen umsehen. Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Wohl nicht. Nein, wie ihr wollt. Gaulwart! Wow, okay. Mit voller Wucht. Oh, die Kiste können wir noch nicht zerstören. Weil da ist noch einer. Ciao. Wow. Gaulwart!
Hauptsache, drei von denen vereinigen sich nicht. Sonst werden die zum Geist. Kann ich mir vorstellen. Wohin? Oh, da sind ja drei. Was ist denn mit diesen Säulen? Muss man diese Säulen zerstören? Oh ja, ich glaube, das muss man. Sonst kommen die immer wieder. Alles klar. Ich verstehe. Auch das erklärt natürlich keiner einem was, weißt du? Das erklärt keiner einem was? Was ist das für ein Deutsch? Verdammt. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück, weil hier war noch was. Da, guck mal, ich seh's doch. Ich seh dich, was auch immer du bist. Der hat sogar in die Höhle geschafft und dachte sich, nö, hier bleibe ich. Ich bleib hier einfach liegen. Der hat's nicht an diesen Geistern vorbeigeschafft. Dachte sich, nee. Ich bleib lieber sitzen und verhungere. anstatt zu rennen. Jedem das Seine. Oh, hier kommen wir wieder raus, aber auf der anderen Seite. Oder? Ja, hoch. Verstanden. Ja. Oh Gott, ich bin so gespannt, was dahinter ist. Oh, wir sind immer noch außen. Tolle Wurst. Wir sind echt immer noch außen, ne? Oh, gut, dass wir runtergefallen sind. Ja, wir sind immer noch außen. Von irgendwo da hinten kamen wir, glaube ich. Ja. Da unten ist dieses Dorf. Ja, wir kamen von da hinten. Da ist dieser Stein, wo ich dachte, das ist die Mauer. Fast. Absolut fast. Oh, hier kann ich lang? Moment, ich guck mal gerade. Kann ich hier auch lang? Wow, gut. Die sind verbunden. Ja, das ergibt Sinn. Ja? Tut es das? Aber an beide Seiten. Finden Sie beide Klammern, um das Gegengewicht zu lösen. Okay, das muss ich aber von hier machen, ne? Ja, dann von dort. Mhm. Ja. Gut, das könnte klappen. Ja. Das hoffe ich doch sehr. Dich nehme ich mit. Kann man hier runter? Das sah gerade so aus, oder? Moment, ich versuch's nochmal. Nee, der geht von selber nach oben. Also ich kann nicht runterklettern. Nee, geht nicht. Schade. Okay. So. Dann mal los. Was hast du denn vor? Alter, what? Okay, das war eigentlich recht schlau. Ah, noch mehr Irrlichter. Ja. Gaulver. Okay. Eigentlich eine ganz gute Taktik, die ich hier nutze. Hey, du darfst fliegen. Ich tue, was ich kann. Ah, okay. So, das hier ist keine Höhle. Das ist einfach nur so eine Kuhle. Eine coole Kuhle. Was war das? Nichts. Die Kiste schnappe ich mir noch. Was haben wir da drin? Irgendwas Gutes bitte. Idalirholz. Ich glaube, das brauchen wir, um unseren Bogen zu verbessern, ne? Ja, ich glaube, das war's. So. Das ist echt imposant hier, ne? Ist schon echt imposant. Keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Ich hoffe nicht. Ich bin schon so weit gekommen. Du bist schon sehr weit gekommen, ja. Von da kamen wir. Hier müssen wir hoch. Okay. Na, alles klar. Hey, Bogin. Wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Erzähl. Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki. Erwartete von ihm, dass er allein Rimthurs Mauer ganz hinaufklettert. Oh, weiter. Und
Was hat Oh mein Gott! Mein Herz. Und was hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Boah, leck mich doch, Alter. Erzähl doch keinen Scheiß. Kletter lieber nach oben. Er kletterte einfach weiter. Seine Arme schmerzen. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer. Mhm. Loki kletterte weiter. Gute Story. Fuß nach dem anderen. Sehr gute Story, muss ich sagen. Immer weiter. Gleich sind wir da. Ganz oben. Ja, ja, ja. Schnauze jetzt. Wir sind gleich da, Junge. Es geht Alter. Nur nach oben. Alter, Kratos wird dich umbringen. Gut. Wenn du hier nicht runterfällst, wird er dich umbringen. Mach weiter. Komm schon. Jetzt nicht aufhören. Nein, nein, nein. Kann man jetzt nach unten gucken eigentlich? Oh, man kann. Oh, weiter geht's. Da fuck, Mann. Willst du mich verarschen? Oh. Also ganz ehrlich, Nathan Drake Gut. wäre stolz. Er wäre stolz auf dich. Ich schaffe das. Natürlich schaffst du das. Ich schaffe das. Bin fast da. Ja, ja, ja. Ich. Oh, 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 das mache ich nicht mehr. Übrigens. Wir sind oben, ne? Wir sind oben. Ach, komm, 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 komm. Oh. Hallo. Hi. Hi. Sag, welcher Teil dieser großen Mauer ließ dich denken? Oh, Besucher sind hier willkommen. Ist der nett? Ich wurde hierher gebeten. Von Odin. Der Allvater rief dich her? Gut. Warum bist du dann draußen und nicht hier drin? Fragen wir ihn doch zusammen. Wer ist das? Wow. Okay, der scheint nicht so freundlich zu sein. Wie wär's, wenn du mich hochziehst, Mann? Fertig. Sag, was könnte Odin, Allvater, König der Asen, von Leuten wie dir wollen? Sag schon. Das ist eine private Sache. Du weißt das gar nicht, oder? Was denn? Könntest du mich hochziehen? Nein, ich denke eher nicht. Ich ja. denke, ich lass dich fallen. Nein, 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 nein. Ja, ich lass dich fallen. Mach's gut. Halt, halt! Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du seinen Gast tötest? Loki von den Jötnar? Den Jötnar? Feind meines Volkes? Oh, oh. Das war nicht so gut. Ich bin kein Feind von dir. Alter, was hat er für Augen? Oh, na endlich, mein Gott, ey. Das werde ich ja sehen. Was für ein Drecksack. Ich mag den nicht. Oh. Kann ich den direkt... Hier lang, Loki von den Jötnern. Ja, 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 kann ich dich mit meinem Bogen... Ist das Gjallarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Oh. Das ist Heimdall. Okay, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Interessant. Sehr, sehr interessant. Und das ist eine krasse Aussicht von hier oben, Freunde. Und ich würde sagen, das ist eine perfekte Stelle, von der wir beim nächsten Mal starten können. Und wir haben gerade eben Heimdall kennengelernt. Ein richtiger Drecksack, meiner Meinung nach. Mal gucken, wie es weiterläuft mit ihm. Ich werde die Aufnahmesession genau hier mit diesem Ausblick beenden. Freunde, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und wir starten genau von hier in Asgard, Freunde. Also, bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.